Heute möchte ich mit euch über die Gefährlichkeit von Drogen sprechen. Und nein, jetzt kommt kein Ranking-Video, in dem ich die einzelnen Drogen nach ihrer Gefährlichkeit sortiere, sondern ich möchte ein paar Punkte ansprechen, die ihr unbedingt im Hinterkopf behalten solltet, wenn über die Gefährlichkeit von Drogen diskutiert wird. Vorsicht, es steht Real Talk im Titel, also muss es bestimmt richtig krass sein, was ich zu dem Thema zu sagen habe. Es gibt ja die berüchtigte Studie von David Nutt, die zur Überraschung vieler Alkohol zur gefährlichsten Droge von allen deklariert hat. Viele haben aufgrund dessen Gedankengänge wie: Oh, Alkohol ist gefährlicher als Crack und Meth? Ich habe schon mal einen Schluck Bier getrunken und mir geht's gut. Das heißt, ich kann ja jetzt ohne Probleme alle anderen Drogen auch ausprobieren. So einfach ist das natürlich nicht. Was oft vergessen wird, ist, dass die Studie die insgesamte Gefährlichkeit der Drogen für die Gesellschaft untersucht. Beim Begriff Drogengefährlichkeit denken viele nur daran, wie viel physischen Schaden die Droge dem Konsumenten selbst zufügt. Jene Studie hat aber viel mehr Aspekte von Drogen untersucht. Darunter Suchtpotenzial, psychische Schäden, physische Schäden, aber auch wie sehr der Drogenkonsum anderen schadet. Also Aspekte wie, ob man auf der Droge eher dazu geneigt ist, gewalttätig zu werden. Der Hauptgrund, warum Alkohol hier Platz 1 erreicht, ist, weil er in der Kategorie Harm to Others überragend viele Punkte gesammelt hat. Wenn es um den Schaden nur für den Konsumenten selbst geht, dann sind Crack, Heroin und Methamphetamin noch ein Stück gefährlicher. Weil Methamphetamin-Konsumenten scheinbar nicht so sehr dazu neigen, anderen zu schaden, landet diese Droge nur auf Platz 4. Viele Cannabis-Freunde sind der Meinung, dass die Droge Cannabis hier ebenfalls als zu gefährlich eingestuft wird. Cannabis ist völlig harmlos, ist überhaupt kein bisschen gefährlich. Es ist noch niemand an einer Cannabis-Überdosis gestorben. Außerdem ist es überhaupt gar keine Droge, sondern eine jahrtausendealte Heilpflanze. Natürlich ist Cannabis gefährlich und es ist definitiv auch eine Droge. Hier wird auch zu oft nur an den physischen Schaden gedacht. Cannabis tötet zwar nicht und richtet kaum physischen Schaden an, aber es gibt einige andere Kategorien, in denen die Droge ordentlich Punkte sammelt, weshalb sie sich den Platz im Ranking definitiv verdient hat. Was man auch beachten muss, ist, dass das Ganze nur Durchschnittswerte sind und dass die Drogengefährlichkeit von Person zu Person stark variiert. Für Leute, die unter hohem Leistungsdruck stehen, sind Opfer wie Methamphetamin, Amphetamin oder Koks besonders gefährlich. Leute, die Gefühle oder Probleme unterdrücken wollen, sind besonders gefährdet von Drogen wie Alkohol, Heroin oder Benzos abhängig zu werden. Ja, leider ist die Droge, die man am meisten feiern würde, oft die gefährlichste für einen. Für Leute mit gewissen psychischen Problemen könnten psychedelische Drogen die gefährlichsten sein. Und natürlich verträgt nicht jeder Mensch die gleiche Menge von Drogen. Es gibt manche, die sind da besonders empfindlich. Es gibt Menschen, die schnell eine Abhängigkeit entwickeln und andere, die weniger dazu neigen, von irgendwas abhängig zu werden. Danny Klose trinkt seit 20 Jahren jeden Tag 1 Liter Heroin und ist noch nicht abhängig. Meist wird man besonders schnell abhängig, wenn man viele Probleme im Leben hat. Alter ist natürlich auch entscheidend. Vor allem Jugendliche sind besonders gefährdet, dass sich ihr Gehirn noch in der Entwicklung befindet und sie sehr schnell dazu neigen, es mit sowas zu übertreiben. Die Tatsache, dass einige Drogen verboten sind, macht das Ganze noch komplizierter. Vielleicht ist es für dich gerade sicherer, Heroin anstatt Cannabis zu kaufen, weil dein Dealer das Cannabis mit 90% Heroin streckt und das Heroin mit 90% Cannabis. Wirtschaftlich würde das zwar keinen Sinn machen, aber ihr wisst, was ich sagen will. Und dass die Dosis das Gift macht, sollte auch selbstverständlich sein. 1 Milligramm Meth ist weniger schädlich als 400 Milligramm MDMA. Hunderte Zigaretten schaden mehr als eine Line Koks. Aber Simon, ich glaube nicht, dass Tabak gefährlicher ist als Ecstasy. Mein Opa, der hat ein Leben lang geraucht und ist über 90 geworden, hatte nie Probleme damit, und ich kenne einen Ecstasy-Konsumenten und der hat jetzt schon schwer mit den Nebenwirkungen zu kämpfen. Hast du gerade die ganze Zeit nicht zugehört? Das Ganze ist sehr individuell und eine Frage der Dosis. Nur weil sich die Ergebnisse der Studie nicht mit den Beobachtungen aus deinem Umkreis decken, heißt das nicht, dass die Studie nicht recht hat. Deine Beobachtungen sind keine wissenschaftlichen Studien. Ein farbenblinder Wissenschaftler veröffentlicht ja schließlich auch keine Studie, die besagt, dass alles schwarz-weiß ist. Wer die Ergebnisse der Studie in Frage stellen will, sollte auf andere Studien verweisen und nicht auf Dinge wie
die Vorher- und Nachher-Crystal-Meth-Bilder. Ja, das kann ja gar nicht sein. Kennst du nicht die Vorher- und Nachher-Crystal-Meth-Bilder? Skeptiker werden keine Studie finden, die den Ergebnissen von Nuts Studie widersprechen. Warum verweise ich selbst so oft auf die Gefährlichkeitsstudie von David Nutt, wenn das Ganze so individuell sein kann? Wenn ich diese Studie erwähne, mache ich das oft, wenn ich über Drogenpolitik spreche. Und genau da ist diese Studie besonders relevant. Genau da brauchen wir Durchschnittswerte und nicht irgendwelche Individualitäten. In dem Fall ist ja sogar der Schaden, den die Droge nicht am Konsumenten selbst anrichten, relevanter als die Schäden, die nur den Konsumenten selbst betreffen. Denn wenn eine Droge legal ist, könnte man sich ja dann immer noch selbst dazu entscheiden, ob man das Risiko des Eigenschadens auf sich nimmt. Wenn ein betrunkener Vollzong dich anpöbelt, ist das leider etwas, worauf du keinen Einfluss hast. Ich habe auf diesem Kanal ja schon oft erklärt, dass die Legalität keinen Einfluss auf das Konsumverhalten hat. Aber selbst wenn es so wäre, wäre es doch am besten, wenn die Drogen, die hier einen besonders langen roten Streifen haben, also die, die besonders viel anderen Menschen schaden, diejenigen wären, die am seltensten konsumiert werden würden. Besser, wenn sich von 50 Leuten 25 selbst umbringen, als dass die einen 25 die anderen 25 töten. Wenn ihr selbst mal vor der Entscheidung steht, welche Drogen ihr ausprobieren wollt, oder wenn ich oder ihr oder andere Drogen miteinander vergleichen, behaltet das alles immer im Hinterkopf. Ich würde es richtig geil finden, wenn ich dieses Jahr einen Webvideopreis gewinnen würde. Also klickt den entsprechenden Link in der Beschreibung und schlagt mich als Kandidaten vor. Besonders geil wäre, wenn ihr irgendwelche dramatischen Geschichten drauf habt, wie mein Kanal euer Leben verändert hat. Die ganze Verleihung wird ja auch im Fernsehen übertragen, daher wäre das auch super Promotion für eine bessere Drogenpolitik. So, ich muss jetzt VR-Videos auf Pornhub gucken. Ciao.